Hallo ihr Lieben, ein herzliches Willkommen zurück in Tiny City. So, im letzten Part hatten wir die Imkerei fertig gemacht und eine neue Familie ist in das gelbe Haus eingezogen. Und nun wollen wir ein neues Projekt beginnen. Und zwar hatte ich mal geschaut, was wir noch so an Vorschläge haben. Ich meine, die Liste ist ja ewig lang, die ist ja riesig. Ich glaube, da haben wir bis ans Ende aller Tage zu tun. Auf jeden Fall habe ich mir rausgesucht, da die Gärtnerei würde ich jetzt gerne machen. Ja, ich hatte vor kurzem ein Let's Bild gemacht, und zwar von einem Gewächshaus mit Honigfarm. Und so in der Art habe ich gedacht, können wir das hier auch machen. Also nur so in der Art, ohne Bienen drinne. Ja? Also nur so ein bisschen Gewächshäuschen und vielleicht außen um zu ein paar Bäume oder sowas. Also so in die Richtung habe ich mir das gedacht. Dafür könnte man jetzt eventuell diesen Platz hier nutzen, dass man einfach hier hinter den Häusern die Gärtnerei macht. Ja? Das, also natürlich nicht ganz, weil sie soll ja nicht so riesig werden. Wir bleiben ja immer noch tiny. Ne? Oder wir machen die hier irgendwie hin. Wobei hier weiß ich nicht, ob wir jetzt unbedingt weiter da lang müssen. Können, glaube ich, da mal ein bisschen auffüllen, die Ecke. Die würde mir eigentlich, glaube ich, am besten gefallen. Denn auch hier ist es, ja, ist jetzt nicht unbedingt so ein schöner Platz, ne? Ja, nö. Und da, die Imkerei, die ist schon sehr grün. Also man könnte das jetzt hier machen. Oder da. Ich fände die da eigentlich schon fast mit am schönsten. Muss ich ehrlich sagen. Wobei wir da eventuell auch nochmal Häuser hinmachen können und dann nochmal da eine Seitenstraße. Das ist auch möglich. Oder doch hier die Gärtnerei. Ah, das ist schwierig, schwierig, schwierig. Hier hätten wir ja auch noch. Hier hinten. Und hier vielleicht nochmal ein Einfamilienhaus hinbauen. Das wäre doch auch noch eine schöne Sache. Und eine relativ schnelle dann auch, ne? So ein kleines Häuschen. Okay, nee, wir nehmen hier den Platz. Wir bauen hier die, Gärtnerei hin. So, jetzt ist es mir wieder eingefallen. Gärtnerei. Dafür brauchen wir jetzt erstmal einen Zaun. Die zäunen wir uns nämlich schön ein. Da nehmen wir Schwarzeiche für. Ich würde hier schon ein bisschen Platz lassen. Zwischen Gärtnerei und Wohnhaus. Ja, wie groß machen wir die? Nicht zu groß, ne? Und hier können wir die Hecke ja nochmal weiter lang ziehen. Da haben wir das beendet am Haus selber. Und da auch. Dann machen wir das hier auch auf diese Art. Jetzt ist die Frage, verwildern wir das hier einfach ein bisschen mit Knochenmehl zwischen Haus und Gärtnerei? Ja. Ja, ich glaube, damit kann ich jetzt erstmal ganz gut leben. Gut. Dann bauen wir hier ein Gewächshaus hin. Dazu brauchen wir auf jeden Fall Stein, wo es auch eine Stufe von gibt. Also eine Treppe. Das ist Quarz, bietet sich da ja immer an. Wir könnten aber auch Diorit nehmen. Oder Stein. Stein geht auch. Stein finde ich gut. Wir nehmen mal Stein. Das ist mal ein bisschen was anderes. Und hier den ganz normalen Block. Wir haben doch auch Stufen. Steinstufen, ne? Hey, wir haben doch jetzt auch
Ruf. Da. Sehen. Okay. So, dann das Gewächshaus. Das stellen wir hier hinten hin. Aber da würde ich vielleicht gerne noch ein paar Bäume hinterpacken. So, mal gucken. 1, 2, 3. Ja. Das ist zu nah sonst da dran, glaube ich. Wenn wir hier beginnen mit dem Gewächshaus. Aber wir gucken mal. So, wie breit machen wir das? Eins, zwei, dann hier den Weg und 1, 2. Dann hätten wir wirklich ein ganz, ganz kleines Gewächshäuschen hier. Das ist in der Länge dann auch schon beinahe viel zu weit. Viel zu groß hier. So, oder ist das noch okay? Wie viel Platz habe ich nach vorne? 5 auch, also da passt. Doch, ich glaube, das passt noch. Das ist okay von der Größe her. So, und dann brauchen wir hier noch die Mitte. Ist das die Mitte? Also augenmaßmäßig ist das die Mitte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 3, 4, 5, 6. Ja, passt genau. Super. So, jetzt füllen wir hier mit Glas auf. Ist am Ende natürlich nicht ganz so wie das Gewächshaus, was ich da im letzten Bild gebaut habe. Aber ähnlich. Denn hier müssen wir ja gucken, dass das klein bleibt, also so klein wie möglich. So, und dann gehen wir hier nach oben. So, da machen wir noch zu. Das war verkehrt. Da hätte ich ja noch eins höher gemusst. So, jetzt hier. Und hier noch zu machen. So, das haben wir. Und dann würde ich hier das Ganze ja so natürlich nicht machen. Das sieht irgendwie doof aus. Aber eben so. Ne? Dass wir das Ganze dann eben hier mit Stein noch schön machen. Dann hier noch. Und ja, fertig ist unser kleines Gewächshäuschen. Jetzt ist dann die Frage, was machen wir hier rein? Eigentlich alles, was, ja, was so wächst. Erstmal natürlich hier Wasser und dann die Stufen. So, hier würde ich auch Stufen hinmachen. Mal mit Wasser auffüllen, Stufen hin. Da können dann nämlich schön die Komposter hingestellt werden. Halt, da waren die doch. Ne?
Die stehen dann nämlich dann schon recht gut. Dann brauchen wir erstmal eine Hacke. Dann hacken wir hier mal alles. So, und dann kommt hier rein Weizen. Weizen, rote Beete. Wo sind die rote Beete-Samen? Rote Beete, da. Rote Beete. Dann Kartoffeln. Und Karotten. Ich esse ne. So. Genau. Da muss jetzt noch eine Tür vor. Was nehmen wir denn da? Eine Eisentür? Oh ja, die passt gut. Dann machen wir uns Druckplatten hin. Also auch von innen. So. Okay, das erste Gewächshaus haben wir dann fertig. Da muss jetzt natürlich noch ein bisschen Licht rein. Ne? Also ohne Licht ist das ein wenig doof. Könnten wir hier hinpacken? Könnten wir da hinpacken? Vielleicht hier über den Kompostern könnte man die hinhängen. Oder aber man macht hier in Boden ein Glowstone rein. Das ginge natürlich auch. Sieht aber, wie ich finde, nicht so toll aus. Was machen wir? Wie kriegen wir jetzt hier Licht rein? Genug Licht, dass es passt. Unter den Kompostern sieht man, glaube ich, das Licht dann nicht, ne? Ich weiß nicht, ich muss mal eben kurz die Zeit umstellen. Ich hatte die Zeit doch auf Tag gestellt. Dann machen wir die mal auf Nacht. Okay. Das war jetzt irgendwie nicht so dunkel. Gut. Da haben wir es weg. Huch. Ah, ach, guck mal. Das beleuchtet dann ja doch. Das ist schön. Man sieht sie zwar von der Seite, sieht man zwar diesen Glowstone, aber ich würde da trotzdem das Licht drunter machen. Ja, also das gefällt mir noch am besten mit, wie da irgendwas an die Decke zu hängen. Okay, so, das Mini-Gewächshaus haben wir fertig. Jetzt haben wir ja noch eben, dass wir Bäume brauchen. Ne? Bäume müssten angepflanzt werden. Kakao, ja. Kürbis. Melonen. Was haben wir noch an Zeugs? Ja, also Pilze würde ich jetzt nicht unbedingt machen. Vielleicht kann man noch so ein kleines Fältchen mit Blumen machen. Pilze lassen wir, wie gesagt, außen vor. Vielleicht könnte man noch hier ein wenig Zuckerrohr und Bambus nehmen. Aber auch kein Seetang oder sowas. Das fände ich jetzt auch nicht so wirklich prickelnd hier drin. Okay. So, wir haben Kakaobohnen. Das, die kriegen wir doch gut unter. Würde ich hier hinten hinmachen. Was machen wir denn für Weg? Nehmen wir Kies? Hier für die Gärtnerei. Gärtnerei und Kies, das passt doch eigentlich ganz gut. Moment. Das da wieder hin. Dann können wir eigentlich ja auch hier vor dem Gewächshaus gleich den Eingang machen. Wobei wir ja auch noch ein kleines Bürohäuschen oder sowas bräuchten, ne? So eine ganz kleine Hütte. Vielleicht sollten wir dann doch
den Eingang woanders hin machen. Und hier vielleicht irgendwie so wirklich eine kleine winzige Hütte hinstellen. So einen kleinen Laden vielleicht auch. Wir haben ja auch noch auf der Liste stehen Blumenladen. Den könnte man doch hier mit hinstellen. Dann hätten wir quasi zwei Fliegen mit einer Klappe. Wäre das nämlich auch fertig. So, dann mache ich jetzt hier den Weg noch mal ein bisschen weiter bis dahin. Und hier tun wir dann die Kakaobohnen hin. Da brauchen wir also Trope. Oh, das passt genau. Das ist schön. Na, das kann man gut 3 hoch machen. Ja, man könnte es jetzt auch hinten und an den Seiten und so alles vollhängen. Kann man machen, muss man nicht. Na, also ich würde es jetzt einfach so lassen, weil das ist ja für uns auch hier nur Deko. Na, da muss ja nichts wirklich funktionieren. Okay, das haben wir. Was hatten wir jetzt noch? Kürbiskerne, genau. Kürbiskerne und Melonen und den Blumenladen und ja. Dann würde ich hier... machen wir das jetzt am besten? Wie machen wir das jetzt am besten? Da muss auf jeden Fall Wasser rein. So, wir brauchen auf jeden Fall Wasser. Für das Zuckerrohr, ne? Vielleicht können wir da einfach das Wasser reinmachen. Und Zuckerrohr setzen wir hier auf Sand, damit das einfach ein bisschen besser aussieht. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nochmal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wunderbar. Gut, dann kann man nämlich bis hierhin dann das Zuckerrohr anpflanzen. Ich weiß gar nicht, wie das mit dem Bambus ist. Braucht der Wasser? Ich glaube nicht, ne? So, jetzt erstmal Zuckerrohr. Das ist schon extrem viel Zuckerrohr hier. Bambus. Ich glaube, Bambus kann man so anpflanzen. Den könnte man noch dann vielleicht hier so lang machen. Okay. Dann machen wir 4. Ne? Da passt er doch gut hin. Das ist okay. So, dann würde ich jetzt hier hinten noch ein Gewächshaus bauen. Oder wir bauen nochmal das gleiche wie da hier dran. Und da würde ich hier hinten dann nämlich die Kürbisse und Melone reinmachen und vorne dann vielleicht den Laden. Das wäre doch eine nette Sache. Und vielleicht kann man dann noch ein Gewächshaus bauen und da die ganzen Blumen reinmachen. Könnte man theoretisch. Und dass wir die Bäume hier gar nicht hinmachen, sondern eventuell nochmal eine kleine Baumschule bauen oder so. Oder die nebendran packen, dass wir das Ganze ein wenig separieren. Ich muss mal eben wieder auf Tag stellen, das habe ich total vergessen. So, ich fand, nachts sah das hier auch ganz nett aus. Wow, was macht der denn? Hallo, wo willst du denn hin? So, gut, okay, nö, dann machen wir doch dieses Gewächshaus nochmal. Sollen wir mal schauen. 1, 2. Mitte und da geht's dann noch um, okay. So.
Gut. Das haben wir schon mal. Dann noch das Glas. So war das genau. Einmal hier ganz rüber. Und von hier aus auch. Okay, dann haben wir jetzt das zweite Gewächshaus ja auch schon fast fertig. So, eben schnell Dings holen da. Und das da. So. Das zweite Gewächshaus steht auch. Also, ich glaube, Blumen würde ich entweder frei machen, also dass wir das irgendwo... Oh, ich habe eine Idee. Lass uns das umbauen hier. Wir machen hier hinten die Blumen hin. Hier machen wir einfach so ein paar kleine... Blumen hin. Es müssen eher nicht alle Blumen vorhanden sein, aber einige. Und hier machen wir den Zuckerrohr hin. Ja. Also auch hier so diese vier, so wie der Bambus auch. Ne? Also eigentlich quasi dann so ein Gegenstück. Da machen wir jetzt hier Wasser hin. So. Und dann nehmen wir die Steinstufe dann wieder schön mit Gras zu machen. Zuckerrohr. Und dann passt der da nämlich ganz wunderbar hin. Das sieht doch gut aus. Doch, gefällt mir. Also dieser Bambus, der wächst ja auch. Das ist ja unglaublich. So. Ja, das ist toll. Das gefällt mir so. Das könnte man hier... Das sieht toll aus, ne? Das hat was. Also das mit dem Zaun macht das Ganze jetzt hier irgendwie... Ja, das sieht gut aus. Hätte ich nicht erwartet. Hier könnte man Licht hinmachen. Schauen, ob wir da Laternen nehmen oder einfach nur ganz normale Fackeln. Okay. Ah, Laternen sehen irgendwie doof aus. Fackeln finde ich jetzt auch nicht so toll, muss ich sagen. Das ist zu eng. Nee, lassen wir es erstmal so. Ich glaube, so viel Licht brauchen wir hier auch gar nicht, weil es eben doch alles relativ klein ist. Ja, und hier kommt jetzt ja dann der Laden rein. Hier hinten kommt dann nochmal ein bisschen Gewächshaus hin. Deswegen machen wir hier auch zu, ja. Da kommt man dann eben von der anderen Seite aus rein. So. Und hier kommen jetzt Kürbisse und... Aber warte mal, Wasser brauchen wir dann trotzdem auch. Kürbisse und Melonen kommen jetzt hier rein. Dann nochmal Stufe suchen. So, und...
dann kommen da Kürbiskerne hin und da kommen... Nee, keine Kakaobohnen. Da kommen dann die Melonenkerne hin. Wird die denn da? Und die Melone dahin. So, na, dann haben wir das nämlich auch. Jetzt ist hier nur die Frage, wie machen wir das mit dem Licht, ne? Weil wir hier ja kein Komposter haben und den hier auch nicht brauchen. Der ist da tatsächlich dann auch fehl am Platz. Ja. Gute Frage. Wie machen wir das mit Licht? Packen wir erstmal die Tür da rein. So, das da. Licht. Eine wirklich gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht doch einfach einen Komposter hinstellen zur Deko. Ja. Ja, okay. Einfach einen Komposter zur Deko. Das passt dann schon. Gut. Okay. So. Da können wir erstmal den Weg noch machen. Den machen wir hier etwas breiter, weil das eben der Hauptweg ist. Und das hier ist dann auch ja, der Zugang zur Gärtnerei. Und hier machen wir einen kleinen Parkplatz hin. Also, ja, nur einen ganz winzig kleinen Mini-Parkplatz. So. Und dann hier die Zufahrt. Und da machen wir jetzt auch noch ein bisschen Hecke. So. Und hier machen wir auch noch mal eben zu. Ah, da müssten wir eigentlich ja noch weitergehen, ne, mit der Hecke. Bis hierher und dann hier mit dem Zaun quasi anschließen. Sollen wir das so machen oder eher anders? Das sieht schon ein bisschen schöner aus, ne? Das Problem ist natürlich dann der Parkplatz, wenn wir hier mit der beginnen, mit der Hecke. So, brauche ich ein bisschen Gras. Also es sieht auf jeden Fall erstmal besser aus. Vielleicht kann man da auch eher mit Zaun hier was machen. Fände ich noch schöner. Weil wir ja auch hintenrum den Zaun haben. Und es ist mal was anderes, ne? Der Graben, dass der hier dann einfach ja, versiegt. Mehr oder weniger. So, genau. Na, ich glaube, so ist das okay. Ja, für ein Auto haben wir hier Platz. Für mehr nicht. Wir können hier aber auch das Ganze noch ein bisschen enger machen hier. Dann kann man hier rauffahren. Ein Auto da. Das wäre...
Eine Möglichkeit, oder wir machen das Ganze hier zu und machen den Parkplatz da hinten hin. Das geht auch. Und dann können wir eigentlich auch den Graben hier wieder ganz normal machen, den Wassergraben. So, bis hier vorne hin halt, ne, zum Weg. Weil den Weg brauchen wir hier ja. Den lassen wir auf jeden Fall. Und da machen wir dann wieder Rasen hin. Machen den Parkplatz einfach an die Seite. So. Und dann können wir hier nämlich auch einfach mit dem Zaun lang. Ne? Das ist schon ein bisschen viel Platz hier, finde ich. Ich überlege eventuell, vielleicht könnte man, wenn man hier. Ich muss mal eben schnell schauen, wie groß wir die Parkplätze immer so gemacht haben hier. Zwei mal drei. Zwei mal drei. So. Also 2 mal 3 ist ja nun tatsächlich nicht so viel, ne? Also hier können jetzt schon gut zwei Autos sich hinstellen, ne? Aber ich finde trotzdem, dass der Parkplatz da doch nicht hinpasst. Also auch wenn man den hier jetzt recht klein hinbekommen würde, finde ich den hier einfach total unpassend. Also so auf diese Art. Da würde ich doch lieber hier vorne nur Deko machen und den Parkplatz an die Seite packen. Das ist, glaube ich, tatsächlich das Beste. So, Knochenmehl. Da. Hier wieder alles schön machen. Und da machen wir Blumen hin. Blumendeko und so. So. Und dann machen wir den Parkplatz nämlich einfach hier neben. Und dann passt das schon. Vielleicht können wir das Ganze ein bisschen verbinden, dass wir jetzt hier eben den Parkplatz machen und den dann mit der Baumschule quasi umschließen, sodass wir dann hier eben aus der Gärtnerei und der Baumschule quasi so zwei in eins machen. Ich denke, das ist eine ganz, ganz nette Sache. Mensch, also der Bambus, der wächst ja, das ist ja unglaublich. Mal gucken, wann der aufhört und wo der aufhört. Okay, so, ich würde jetzt aber erstmal den Part beenden. Und ja, wir sehen uns im nächsten. Also, bis denn. Ciao, ciao.